Verdammt man, ich seh nur noch flimmern und blinken und die Musik langsam vom Bildschirm verschwinden. Heutzutage muss man den freshen Klingelton haben. Neben Burg und Nanny wirken Talkshows wie Bildungsprogramm. Für eine 5 Euro kriegst du billig Gebimmel im Abo. Jede Woche zeigt ein Idiot sein Pimmel in der Bravo. Es ist eine geile Zeit, ich brauch kein Video drehen. Auf welchem Musiksender kann man denn noch Videos sehen? Wo ist Freestyle, World Cup und Mixery? Charlotte Roche und Kamikaze, warum kickt ihr die? Wegen dem neuen Format der McDonald's Chart Show. Schicke Rap als SMS und ein Handy sagt yo. Was für Drogen verteilt ihr bei Top of the Pops, dass die Leute abdrehen wie der bekloppte Frosch. Ich bleibe ich und werd mich niemals betrügen, also kommt mit mir und tötet das Küken. Bam! Bring ich so viel Inhalt in den ganzen Raps? Die Kids können eh nicht zuhören wegen ADS. Wie kommt's nur, wo sie doch so still vom TV sitzen und die ganzen Alkoposten gestern wieder rausschwitzen? Mama kann stolz sein auf den Sohnemann, weil ihn bei Need for Speed keiner überholen kann. Er hat das neueste Nokia mit allen Extras, mit nem Erotik-Logo und das kommt echt krass. Schicke Manga und du hörst nie wieder auf zu spielen. Er tut nix, nur mit 14 im Knast sitzen wegen dir. Heul nicht, weil das doch alles nicht so tragisch ist. Hängt die Kippenautomaten tiefer für die Party-Kids. Sandys Freund betrügt sie immer, verlässt die Haustür. Jetzt ließ sie ihn mit seinem Handy ausspüren. Für viel Geld fanden sie das Haus, sie trat die Tür ein. Sei mit 5 Kollegen vom TV statt Dinner für 2. Ja, so kann's gehen, ne? Bisschen mehr Vertrauen, bisschen weniger Gebimmel und Geblinke. Ja, ja. Schalt den Fernseher aus und steh jetzt mal auf.